Überraschung! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag, Mama. Überraschung. Oh, ich muss dir was zeigen. Komm mit. Und jetzt sieh dir diese Scheußlichkeit an. Das ist genial. Das ist deine Kuh. Ist das ein Pferd? Ja, das weiß man nicht. Es ist wegen deiner Oma. Was ist denn passiert? Sie ist verschwunden. Überwachen Sie die Menschen nicht? Das ist kein Gefängnis, Monsieur. Nein, aber ich bitte Sie. Die haben gesagt, in dem Viertel hier ist seit gestern jemand überfahren oder ohnmächtig geworden. Na, das ist ja sehr beruhigend. Also, erste Frage. Ist Ihre Mutter volljährig? Nein, nicht aufregen. Was meinen Sie, was hier los ist? Eine Mutter, die jünger ist als ihr Sohn, hä? Hast du sowas schon mal erlebt? Sie hat Charakter, deine Mutter. Es ist ihr Stil, einfach wegzugehen. Ich habe sie umgebracht. Mama! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Siehst du, in welchem Zustand er ist? Ich weiß, dass du es mit meiner Frau treibst. Pardon, Monsieur? Und wie sieht das bei Ihnen aus? Monsieur. Ist das im Preis inbegriffen, hä? Das gibt's nicht. Das ist eine Postkarte von meiner Oma. Da musst du hinfahren und Ermittlungen durchführen. Verzeihung, können Sie mir vielleicht... Wollen Sie Selbstmord machen? Nein. Hier springt man. Aber vorsichtig, der Wind. Der drückt einen nämlich gegen die Felsen und dann schlägt man hier auf. Aua! Dann schlägt man hier auf und kann nur noch wimmern, bis die Sanitäter kommen. Sie will mich verlassen und es gäbe einen Jüngeren und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Geht's mit der Gegenwart nicht mehr weiter, kommt die Zukunft aus der Vergangenheit. Ich bleib mit deiner Mutter. Sie macht eine Rentnerkrise durch. Ah ja, eine Rentnerkrise. Mhm. Soweit ich weiß, ist Mama überhaupt nicht in Rente. Ach, du kennst doch deine Mutter. Sie ist immer ihrer Zeit voraus. Das Bild gehört ebenfalls zu meiner Tierperiode. Oh, das ist ein Jack. Nein, das ist ein Hund. Scott, ich brauche dich als Ant-Man.